Dein Gebrülle nutzt dir nichts, lieber Waldtroll. Hier gibt es jetzt 3 Trollhäute, jawohl. Alle schleichen. Und ich gehe weiter nach Süden, ich bleibe aber nördlich des Weges als Orientierung. Da gibt's was, das ist Admets Wirt. Nein, das ist was anderes, das ist Berats Glocke. Da ist ein Drachenschädel. Nein, ein kompletter Drachen. Also ein komplettes Drachenskelett. So rum. Und da heißt es: Feldmäuse sprengen auseinander und krabbeln zwischen die Zähne der Bestie. Mhm. Da ist der nächste Waldtroll. Attacke. So, was ist denn da los? Wieso läuft denn da Eder nicht hin? Eder? Lael, was ist los mit euch? Alle greifen an. Sagani, verwundender Schuss. Arik tritt. Aber Lael war's. Boah, die brüllen immer, wenn sie besiegt sind, die Trolle. Das ist richtig laut im Kopfhörer. So. Karte. Jetzt geht's hier nach Norden. An diesem Weg entlang. Alle schleichen. Da ist der nächste Pilz. Wieder ein... Nein, das ist was anderes. Das ist ein... Einmal Blutmoos, gar kein Pilz. Ich höre irgendjemanden laufen. Wer läuft denn hier? Irgendwo tapert hier jemand durch die Gegend. Ich höre es rascheln. Das ist nicht Itumak. Oder ist das der Hund? Nein. So, hier bin ich jetzt einmal überall gewesen. In dieser Ecke. Der Schwarzauen. Irgendwo muss es hier noch so einen Typen geben, der was von Vulvano hat. Ich meine, dass ich... Galaweinschrein, genau. Ich meine, dass ich in Anslogs Kompass eine Seite aus Vulvanos Reiseberichten gelesen hatte, dass irgendwer irgendwas von Vulvano bekommen hatte. Ich glaube, seine Stiefel. Und damit in die Schwarzauen wollte. Der muss ja noch rumliegen irgendwo. Hier geht's weiter. Das nächste Drachenskelett. Sind da auch Mäuse? Oh, viel besser. 2-mal Urflamme kenne ich schon. 2-mal Arad kenne ich, 2-mal Dürwurz kenne ich, 1-mal Granat. Granat ist neu. Granate gibt es in fast jeder Farbe, wenngleich sie auf Bildern meistens rot oder orange dargestellt werden. Granate gehören zu den selteneren Edelsteinen von Eora und sind auch für ihre Härte bekannt. Manche Schmiede benutzen sie sogar zum Stahlätzen. Sehr schön. Das geht alles ins Versteck. Das lohnt sich. Sowas finde ich gerne. Der nächste Waldtroll. Attacke. Ja, da kannst du brummen, so viel du willst. Eder, was machst denn du da? Hier, da sollst du lang. Eder, hallo. Eder ist festgeklemmt. Hält noch die anderen vom Schießen ab. Das war ein Schuss von Duranz. Eieiei, 31 Stechenschaden, der hat gesessen. Ja, ich wusste schon, warum ich Duranz die Arkebuse von Kana gegeben habe. Und das Talent, Moment, wie heißt es nochmal bei Duranz? Das Talent, inspirierte Flamme, ja, das hilft ungemein. Schleichen. Und nach Norden. Moment, da sagt einer. Keine üble Beute heute. Augen auf die Straße, Willem. Ich würde zu gerne die neue Klinge einweihen. Ach, der ist auf Krawall aus. Die sehen mich gar nicht. Banditen. Ach komm,
Attacke. Halt nicht, nicht sprechen. Angreifen. Sturmangriff. Was? Wer ist da? Verflucht, Willem, du nutzloser Mistkerl. Ach, an all deinem Versagen ist Willem dran schuld, ja, du sogenannter Banditenanführer. Schnappt ihn euch, sein Zeug kommt mit auf den Haufen. Du kommst auf meinen Haufen, das glaubst du aber. Ja, obwohl, es könnte ein bisschen härter werden. Alle Attacke. So, oh, Itumak. Oh, Hilfe, hier gibt es ja jede Menge... humpelnd. Jede Menge fiese Wunden. Aber der erste ist gleich weg. Bruder Arik. Attacke. Lael, Hand auflegen bei Arik. Ihr drei, helft mal bitte Itumak. Der ist gleich weg. Attacke. Sagani mit dem gezielten, nee, verwundenden Schuss. Oder wie heißt der? Verwundender Schuss, genau. Und Alot, hier Arkaner Angriff auf die beiden. So, Arik hat den ersten klein. Ist auch geheilt worden von Lael, sehr schön. Hier weitertreten. Was war das? Itumak tötet Plünderer. Dann ihr alle dahin. Alot, Attacke. Bitte weitertreten hier, Arik. Oh, das ist der Anführer. Dem Tode nahe, ach komm. Jawoll. Arik macht sie alle klein. Da, weitertreten. Ach, den holt sich hier der schon. Jetzt hier. Attacke. Jetzt sind die Wunden weg. Ihr drei macht den klein und ihr schafft's doch wohl auch, oder? Ey, ihr Nahkämpfer, ihr könnt auch mal helfen kommen. Ach, du Ranz. Das konntest du dir nicht verkneifen noch, du Ranz aus den... So. Des Schmiedes Lieferung. Ach, das waren die, die die Schmiedelieferung aufgegabelt hatten. Duranz erholt sich, alles halb so wild. Ging ganz gut. Ich finde, zwei Dolche, ein Schwert, eine Kettenrüstung, eine dürrweltlerische Kleidung, eine Kutte, einmal Svev, ein bisschen Silber und ein bisschen Kupfer. Svev kommt mal zu. Bruder Arik. Und hier oben geht's weiter. Eine Armbrust, ein Jagdbogen, zwei Beile, zwei Dolche. Eine Fellrüstung, eins, zwei, drei Lederrüstungen. Eine Kutte, einmal Goldrot Prim, Gold und Kupfer. Und jetzt liegen sie alle nackig da. Ja. Arik. Schleichen. Wer weiß, was hier ist. Hier sind viele Lupen. Da heißt es. Auf dem Boden dieser Kiste klappern fettige Hühnerknochen herum. Ah, das ist die Müllkiste. Und hier ist noch eine Lupe. Jemand hat die Initialen TRS in den Baumstamm geritzt. TRS. In diesem Fass finde ich zweimal Ale, die gehen zu Eder. Zweimal Öl, die gehen ins Versteck. Wiederherstellung der... was? Wieder... Schriftrolle der geringen Wiederherstellung von Ausdauer. Die geht zu Arik. Und ein bisschen Silber. Irgendwo muss noch der Kram vom schwarzen Hammer sein. Hier ist Kupfer. Ah, hier. Zerfetzte Notiz. Ich brauche dich, um unsere Beute für den Verkauf an Kurnt zu liefern. Er wird nicht mit dir sprechen, außer du sagst die Worte Ück, Nybion, Eilt, Feon. Du findest ihn nachts im Geschenk. Aha. Und das hier?
Diese ramponierte und schwere Kiste wurde an einer Ecke aufgehebelt, ihr Inhalt ist aber immer noch da. Auf einer Seite wurden neben die Worte Schmiede, schwarzer Hammer, ein Hammer und ein Amboss gemalt. Spüre die Lieferung auf, habe ich gemacht, kehre zu Tuatano zurück, das ist die nächste Aufgabe. Ich hätte ja ganz gern mal Rastvorräte gefunden. Karte. Die Ecke hier oben erkunde ich noch. Schleichen. Was finde ich hier? Bestimmt gleich die nächsten 8 Trolle, wollte ich gerade sagen. Da unten sind sie schon. Attacke 3 Stück. 4 Stück. Ach, das geht schon. Arik hat Wunden. Attacke. Sagani, verwundender Schuss. Alo, Darkaner Angriff. Arik tritt. Sagani schießt. Alot explodiert. Wieso steht denn der noch? So gefällt mir das besser. So, da ist einer. Arik mit Unterstützung der Fernkämpfer hier. Und ihr 3 da auf den. Man sieht so wenig, aber Arik hat eine Wunde. Sehr gut. Die anderen haben ihren Troll klein. Und Arik aber auch. Alle Attacke auf den letzten. Und der röhrt mir in die Ohren. Bestiarium-Fortschritt, Waldtroll 100%, da schaue ich gleich mal rein. Vorher gibt es hier jetzt 2 Trollhäute und noch 2, also 4. Und jetzt Enzyklopädie Bestiarium. Von welchen Tierchen weiß ich alles? Junger Schatten hatte ich schon mal gelesen. Speerjungspinne hatte ich schon gelesen. Waldtroll ist neu. Diese schlaksigen Riesen sind doppelt so groß wie ein durchschnittlicher Mensch. Ihre Körper sind mit riesigen Pilzflechten überwuchert, aus denen eine übel riechende eiterähnliche Flüssigkeit läuft. Ihre übergroßen Arme und Beine enden in riesigen Klauen, mit denen sie einen Mann entzwei reißen können. Von ihrem übergroßen Kopf hängen dutzende schleimige Tentakel locker herab und ihre riesigen Mäuler sind voller gezackter, rasiermesserscharfer Zähne. Trolle haben ein langes Gesicht, Kinn und Nase sowie wirres, drahtiges und pilzverseuchtes Haar auf dem Kopf. Dass sie Waffen, Werkzeuge oder Kleidung benutzen würden, hat noch niemand beobachtet. Wenn man sich einen Troll ansieht, kann man nur schwer feststellen, ob sie sich im harmonischen Verbund mit Flechten, Moos und Pilzen entwickelt haben oder ob sie von ihnen übernommen wurden. Das von Natur aus klamme Fleisch von Trollen bietet diesen Pflanzen nämlich ideale Wachstumsbedingungen. Diese bieten den Trollen ausgezeichnete Tarnung und etwas Schutz vor den Elementen. Und in mageren Zeiten liefern die von ihnen produzierten Enzyme den Trollen eine begrenzte Nahrungsquelle. Aufgrund ihrer Symbiose mit diesen Pflanzen leben Trolle üblicherweise in stark bewaldeten Gebieten, obwohl man sie gelegentlich auch in klammen Untergrundumgebungen sehen kann, in denen es auch viele Flechten und Pilze gibt. Ah ja. So sehen die aus. Komische Typen. Wichte sind auch schon komplett. Man muss immer 10 umhauen, dann ist alles hier offenbart. Also der Wicht. Seit dem Einsetzen von Whitewains Vermächtnis wendeten sich verzweifelte Familien hilfesuchend an Beseeler.
die Übertragung einer verlorenen Seele in einen lebenden Körper stand für die meisten außer Frage, da fast sämtliche dieser Transplantate in der sofortigen Erweckung der transplantierten Seele resultierten. Dadurch würde die Seele nämlich eher die Erinnerungen aus einem vergangenen Leben erlangen als die des kürzlich geborenen Kindes. Die Beseeler standen unter Druck, eine schnelle Lösung zu finden, obwohl sie sich gegen solche Eile aussprachen. Würde man eine Tierseele in einen seelenlosen Kinderkörper transferieren, könnte das Kind Bewusstsein, Instinkt und Wille erlangen. Da Tierseelen weniger individuelle Persönlichkeit und Erinnerungen als Seelen von Gestandenen haben, behauptete man, dass die Kinder in der Lage sein könnten, im Laufe der Zeit in ihre neuen Seelen hineinzuwachsen und den schwächeren Tiergeist zu überlagern und sich demzufolge zu gesunden Kindern zu entwickeln. Das ist aber eine gewagte These. Im ganzen Dürrwald wurden schnell Transplantationen durchgeführt und man unterzog zehntausende Kinder diesem Verfahren. Zehntausende! Boah, das ist aber viel. Dadurch schienen sie Bewusstsein und Wille zurückzubekommen und eine Zeit lang hielt man die geretteten Kinder für geheilt. Als sie aber älter wurden, stellte sich heraus, dass sie nicht wie andere Kinder waren. Sie hatten kaum Verständnis oder Interesse für gesellschaftliche Normen und benahmen sich oft merkwürdig. Beim Erreichen des Jugendalters begannen sich diese Unterschiede in physischen Veränderungen zu ihren Altersgenossen zu manifestieren. Die Kinder begannen, sich in Wichte zu verwandeln. Der erste von ihnen war eine Orlaner-Jugendliche. Nachdem sie volljährig geworden war, wuchsen ihr tierische Reißzähne und sie entwickelte einen wilden Appetit. Obwohl ihre Familie versuchte, ihren Zustand zu verbergen, massakrierte sie schließlich alle Familienangehörigen und entkam in die Wildnis. Schon bald kamen andere, gerettete Kinder hinzu und zahlreiche gebrochene Familien mussten mit ansehen, wie sie ihre Kinder in gefräßige Biester verwandelten. Das sind also eigentlich physisch gesehen Menschen. Boah, diese Zehennägel. Ekelhaft. Naja. Hierüber weiß ich noch nichts genug. Das habe ich schon mal gelesen. Xaurib habe ich schon gelesen. Xaurib Meister und Priester habe ich noch nicht genug. Scharmützler auch noch nicht. Na gut. So. Karte. Ja, noch ein Stückchen nach Süden. Und hier ist was. Nochmal Blutmoos. Alle schleichen bitte. Da ist nochmal was. Einmal verbrannte Dame. So, hier bin ich wieder nördlich des Weges. Hier sollte nichts mehr sein. Da ist ja irgendwann wieder dieses Drachenskelett. Ganz genau. Hier habe ich gekämpft. Da liegt noch ein toter Troll. Dann gehe ich jetzt hier auf den Weg zurück und dann schaue ich mir die südliche Hälfte an, also südlich von diesem Weg. Was habe ich hier? Die nächsten Wichte. Naja, die sind kein Problem. Warum sind denn die alle so blau? Alot, Arcana Angriff mitten rein und hier bitte einmal treten. Und nochmal treten. Und nochmal treten. Ach, die sind ja Kanonenfutter, diese Wichte. Kurz und schmerzlos. Und es gibt nichts zu plündern. Oh, hier ist ein kleines Bächlein oder... Nein, ein Teich, wie auch immer. Hier gibt es auf alle Fälle einmal Flussschilf. Und ich schleiche wieder. Da ist ein Reh. Und noch ein Weg. Wo führt der hin? Der führt zur Matmorbrücke. Okay, sehr schön. Schaue ich mir dann gleich an. Als nächste Etappe. Oh, Phantome. Plopp, 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 alle weg. Da heißt es. Dieser umgestürzte Wagen sieht vor lauter Armbrustbolzen so aus, als hätte er Borsten. Blutflecken lassen die gesprungenen Holzlatten dunkler erscheinen. Oh. Ach, das war die Karre von der Schmiede. Da wurden die Typen vom Schmied überfallen, die Angestellten vom Schmied Tuatanu. Hier ist wieder so ein kleines Tümpelchen.
Und da unten ist ein Zeltlager. Mit Blut. In diesem Zelt ist überzähliges Bettzeug ausgelegt, aber sonst gibt es keine Hinweise auf Gestandene. Ah. Erstmal die Leiche begutachten, toter Abenteurer. Der hat einen guten Jagdbogen. Sagani, das könnte was für dich sein. Und hier. Einmal Rastvorräte, sehr schön. Einmal Trank des Bollwerks gegen die Elemente und ein bisschen Kupfer, alles ins Versteck. Die Rastvorräte werde ich gleich benutzen. Und da ist eine Speerjungspinne. Das sind mehrere, aber Speerspinnen war nicht so schlimm. Hört auf zu schleichen und greift an. Bruder Arik. Hand auflegen. Und hier Attacke. Was war das? Sagani tötet Speerjungspinne. Sehr schön. Und gleich nochmal hier Arkane Angriff. Bruder Arik hat 10 Wunden. Wo bist du, Arik? Hier, tritt mal zu. Jawohl. Und gleich die nächste. Ja, richtig. Ach, die Kollegen sind aber auch schnell. Arik, was ist dein Problem? Hier treten. Ja, genau. Und dann hier nochmal. Ihr könnt auch schießen. Ach, ist eh schon zu spät. Ja, ihr Spinnen, ne? Lief nicht so wie gedacht. Zweimal Speerspinnenbein. Ja, und dann würde ich mal sagen, dass ich hier ein kleines Päuschen einlege. Hier in diesem Lager. Bitte einmal schlafen. Und das Lagerfeuer ist ja immer eine gute Gelegenheit, ein bisschen miteinander zu sprechen. Deswegen mal wieder Durans. Mit dem hatte ich zuletzt gesprochen. Das war aber noch im Talholz. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. Warum war es uns vorbestimmt, uns zu treffen? Das Warum liegt darin begründet, dass du ein Wächter bist, er schnaubt verächtlich. Was das Warum angeht, fahren Wächter doch immer zweigleisig. Für mich dagegen geht es mehr um das Wie. Früher gab es eine Zeit, zu der ich nicht einen Gedanken auf deine Worte verschwendet oder mich überhaupt mit dir abgegeben hätte. Jetzt aber ist das anders, da ich auf der Suche nach Wächtern bin, um ihnen die Wahrheit zuzuführen. Jetzt, da ich sehen will, in welche der beiden Richtungen sie gehen. Er lächelt leicht, was spöttisch wirkt. Wahrheit? Welche Art von Wahrheit? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefeuer gebrauchen könnte. Einen Moment lang runzelt er mit matten Augen die Stirn. Oder aber du bist in der Finsternis verloren. Wie auch immer. Du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an, dann aber wird sein Ton ein Stück weit anklagender. Das weiß ich, weil ich mitbekommen habe, wie du den Stab gleich zu Beginn angesehen hast. Nicht viele können sie sehen, also weder Einkerbungen noch Flammen. Deine Augen aber, er starrt dich begierig an und nickt. Deine Augen aber haben den Weg verfolgt, das konnte ich sehen. Und ich frage, also, was bist du? Ein trockenes Feld oder ein Verlorener in der Dunkelheit? Dorans Gesicht spannt sich an. An dem Tag, an dem wir keine Fragen mehr austauschen, ist der Tag, an dem wir nicht mehr eines gemeinsamen Weges gehen müssen. Und die Prüfung, Durans umklammert den Stab in seiner Hand, die Prüfung ist abgeschlossen. Und ich frage, also weißt du es auch nicht? Man sieht doch, dass diese Nation krank ist. Man muss kein Wächter sein, um es in den Kindern zu sehen, in der Politik, in den Männern, die mit Messern in den Händen und Mord in den Augen auf den Straßen lauern. Dieses Land braucht neues Leben, neue Saat, die in den verbrannten Boden gepflanzt wird. Er senkt gekünstelt seine Stimme und kneift die Augen zusammen. Und irgendetwas sagt mir, Wächter, dass du den Weg kennst, um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen. Deine Art kennt ihn immer. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass du jetzt die Wahrheit sehen kannst. Diese Nation und ihre Bevölkerung brauchen keine weiteren blendenden Lügen. Und ich auch nicht. Wahrheiten werden geprüft, nicht blind hingenommen. Und wie gedenkst du, mich zu prüfen? Mit dem Wandeln auf gemeinsamem Weg natürlich. Eine Wahrheit als Gegenstück zu einer anderen, marschieren im Gleichschritt, laufen im Einklang. Die anderen Priester können ihre Lehren und ihr Geschimpfe für sich behalten. Für meinen Glauben, meine Lehre, ist das gemeinsame Reisen eine einfache, harte Wahrheit.
Sein Lächeln wird breiter und dann klopft er sich mit den Händen gegen die Taille. Erst einmal, dann nochmal. Und wenn man die Wahrheit eines Beins gegen des anderen schlägt, na, dann stehen beide Beine fest auf dem Boden. Wenn man jetzt dagegen mit derselben Kraft eine Lüge gegen das Knie schmettert, sein Lächeln erstirbt oder kneift die Augen zusammen, dann bist du ein Krüppel, der nur noch auf einem Bein stehen kann. Und ich sag mal, du wirst sehen, dass es meiner Wahrheit an nichts fehlt. Der Weg ist noch jung, so wie deine Worte. Letztendlich aber wird die Wahrheit siegen. Halte Schritt und wir werden sehen. Und ich sage, ich möchte dich etwas anderes fragen. Der Preis dafür, mich zu beschäftigen, scheint dich kaum zu sorgen. Ja, genau. Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Duranz grunzt. Und ich frage. Also, ich habe dich schon einige Dinge mal gefragt, beim ersten Gespräch mit Duranz. Und jetzt frage ich, glaubst du, dass es eine Verbindung zwischen den Hohlgeburten und dem Götterhammer gibt? Duranz runzelt die Stirn. Eotas war der Gott der Wiedergeburt und sein Licht fällt nicht auf den Dürwald. Ich habe gehört, dass manche behaupten, dass es sein Werk wäre, sein Tod. Er hat die Hallen für neue Seelen geschlossen. Ich bezweifle es. Ich spüre, dass der Grund für die Hohlgeburten in den Taten von Männern und Frauen liegt. Und ich sage wieder, ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Duranz grunzt. Und dann sage ich, erzähl mir vom Krieg des Heiligen. Durans Augenbrauen ziehen sich zu einem Stirnrunzeln zusammen, dann grunzt er. Ich vergesse immer, dass deine Füße neu im Dürwald sind. Also, der Krieg des Heiligen. War eigentlich kein Krieg. Es ging um einen Gott, der sich übernahm. Das Land Redkeras mit all ihren Heiden. Durans knurrt. Nun, sie zahlen jetzt den Preis dafür, obwohl das Feuer nach meinem Dafürhalten mit mehr Kraft durch ihr Land hätte fahren und all ihre Seelen fangen sollen. Es stimmt, es war nicht mal ein Krieg. Es war ein abschreckendes Beispiel über Stolz, besonders Weitwens Stolz. Er hätte ein Bauer bleiben sollen. Und ich frage, was ist passiert? Das war, vor 15, 16 Jahren, 2807? Duranz hält inne, dann schüttelt er seinen Kopf und zuckt mit den Achseln. Meine Erinnerungen bei einem Jüngeren. Ich halte mich nicht an Daten, sondern an Handlungen und Ursachen. Der Krieg war ein Akt der Arroganz, direkt aus Redkeras zuckenden Beinen geboren. Ein Mann, der sich für mehr als einen Mann hält. Duranz schnaubt verächtlich. Puh. Du möchtest jemanden umbringen? Sag ihm, dass ein Gott durch ihn spricht. Dann sag ihm, dass er ihn zum Anführer auserkoren hat, was ihn an die Spitze einer Armee bringt. Und wie man es bei Redkeras erwarten konnte, einem von Beginn an kranken Land, war es eine starke Armee. Und dennoch war ein Krieg wahrscheinlich genau das, was sie brauchten. Und ich frage, was war mit dem Land nicht in Ordnung? Redkeras hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Und es hat sie alle verdient. Es verdiente Weitwen und er war das Licht, das sie in die Flamme führte. Redkeras war auf dem absteigenden Ast und Ädyr-Gift zerfraß bereits seine Adern. Wirtschaftliches Ausbluten, das Sterben ihres Glaubens. Duranz runzelt die Stirn. Und dann kommt dieser Bauer Weitwen und behauptet, Eotas persönlich zu sein und gibt ihnen die schlimmste Art von Hoffnung. Und ich frage wieder, was ist dann passiert? Sie krönen ihn. Duranz tippt sich an den Kopf, macht eine leichte Verbeugung und als sich sein Gesicht dir wieder zuwendet, lächelt er wild. Sie machen ihn zum König, der schlimmsten Art von Gotteslästerung. Und kaum trägt er die Krone auf seinem Haupt und den Gott in seinem Fleisch, nun, da beginnt er Änderungen vorzunehmen, göttliche Änderungen. Durans Augen lodern auf. Und dann beschließt er uns zu ändern, uns zu retten. Und ich frage, wie? Er marschiert gegen den Dürwald, um uns zu befreien, um uns von unseren Überzeugungen zu befreien, wie er die anderen Seelen in der Redkeras befreit hat. Kaltmorg legt sich ihm widerstandslos zu Füßen und wird verschont. Duranz knurrt. Das Blutvergießen beginnt, als er Gnadental brandschatzt. Welch Ironie. Er steckt es in Flammen. Und ich frage, Kaltmorg? Duranz spuckt aus und knurrt. Feiglinge und Kaltmorg ist ein passender Name für sie. Sie lagen still und rührten sich nicht, als ihre Kameraden verbrannt wurden. Für diese Feigheit werden sie eines Tages Makrans Preis bezahlen. Was tat Eotas als nächstes?
Eotas marschiert weiter. Die Dürrwäldler ziehen sich in die Wälder zurück.